Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche zu Geschenken aus der Küche, aber in dem Fall auch ganz normal, dass man das selbst verwendet. Also ich mache mir oft meine Nudeln selbst, nicht immer, aber ja, wenn es was Besonderes sein soll, dann mache ich meine Nudeln selbst. In erster Linie einfach wegen des Eis da drin, da weiß ich, was habe ich da für ein Ei drin, dass das jetzt nicht irgendwie Bodenhaltung oder schrecklichste Haltung ist. Ich habe da ja meine glücklichen Hühner, die ich persönlich kenne. Ich war nämlich neulich auf einem Bauernhof zum Apfelfest und das war, ja, ich weiß es nicht, wie die das titulieren. Ich glaube, es war Bodenhaltung. Die konnten da zwar rumrennen, aber die hatten hier vorne sich alles aufgepickt und die hatten überhaupt gar keine Federn mehr hier vorne. Ich denke, das ist die ganze Qual dieser armen Tiere. Und da muss ich sagen, da wo ich die Eier kaufe, die sehen alle perfekt aus. Die haben ein perfektes Gefieder. Die rennen da rum, sind da sehr, sehr sozial auch und neugierig. Und deswegen, also Bodenhaltung ist einfach eine Qual. Und selbst wenn man auf dem, also die schämen sich ja nicht mehr, die haben ja diesen Bauernhof aufgemacht. Also dass man da gucken konnte, wo ich denke, wenn ich meine Tiere so halte, dass die so aussehen, das würde ich dann ja noch zeigen. Also wenn ich sowieso schon kein Gewissen habe. Also ich muss es jetzt mal so sagen, dass sie kein Gewissen haben, weil wer kann denn da jeden Tag in den Stall gehen und die füttern und sich das angucken? Also allein wenn der Muffel sich nur einen Zehennagel einreißen würde, wäre ich schon beim Tierarzt. Ja. Also ja, so viel zu Eiern und Tierschutz und so. Also das ist schon wirklich. Ja, aber heute geht es ja eigentlich um ein schöneres Thema, aber ich möchte es halt immer wieder mal ansprechen, weil ja, mir liegen halt einfach Tiere am Herzen und also, oder sagen wir mal, Lebewesen liegen mir am Herzen. Da vor allen Dingen die, die Schutz brauchen und das sind halt unsere Tiere. Ja, ich mache jetzt heute, ich muss sagen, dass ich das jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal mache, denn ich habe gerade schon eine ganz wunderbare Ladung mit diesen Muschelnudeln gemacht und während ich die gemacht habe, ich gedacht, oh nein, ich will die ja verschenken, also will ich die trocknen. Also nicht frisch essen, sondern trocknen. Ja, und jetzt habe ich da Ei natürlich reingemacht. Also das Rezept, was ich sonst immer nehme. Aber dann habe ich mir jetzt gedacht, ich weiß nicht, ist das gut, wenn das Ei, selbst wenn das super frische Eier sind, wenn die jetzt so lange liegen, also die Nudeln. Und sie müssen ja, weil sie müssen richtig durchtrocknen, weil sonst fängt das ja an zu schimmeln. Ja, und dann habe ich gedacht, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und deswegen, ja, muss ich sagen, werde ich es jetzt nochmal machen. Und zwar mit einem anderen Rezept, was ich aber noch nicht erprobt habe, wo ich gleich sehen werde, wie es dann auch im Pastamaker läuft. Also das ist ein Rezept für den Pastamaker. Für Nudeln, die man so auf so einer Kurbelmaschine macht, und da muss man einen anderen Teig nehmen, weil der Pastamaker, der braucht einfach, also ich zeige immer drauf, das ist ja der Thermomix, das ist nicht der Pastamaker, aber weil ich immer diesen Hartweizengrieß hier noch male. Der Pastamaker kommt gleich. Der Pastamaker, der braucht halt so einen ganz trockenen und bröseligen Teig. Und das kriegt man mit diesem, wo man da rollen muss, das kriegt man nie im Leben hin. Deswegen, ja, ich male jetzt erstmal meinen Hartweizengrieß und ja, wir werden dann sehen, ob das so wird, wie ich das gern hätte. Ja, und da nehme ich 280 Gramm Hartweizengrieß und das wird eine Minute auf Stufe 10 nochmal pulverisiert. Und das, was halt hochgeschleudert wurde, das mache ich einfach nach unten. Dann kommt ganz normales 405er Mehl und zwar 220 Gramm. Da ich ja will, dass die Nudeln was Besonderes sind, möchte ich halt auch einfärben. Und da habe ich mir einmal besorgt Spinatpulver, dann rote Beete und Tomatenpulver. Also diese kleinen Muschelnudeln, die ich jetzt hier machen werde, die mache ich jetzt halt mit Tomate. Und dann nehme ich vier gehäufte Teelöffel einfach von diesem Tomatenpulver. Ich habe hier 180 Gramm oder 180 Milliliter Wasser. Da habe ich einfach das Tomatenpulver halt reingerührt. Und ja,
Das kommt jetzt auch noch mit dabei. Auch alles. Und das lasse ich jetzt hier auf der Knetstufe 5 Minuten durchkneten. So, jetzt fertig. Und wie man sieht, also das ist wirklich ein, ja, sehr, sehr trockener. Also der darf halt auch wirklich nicht zu nass sein. Man sollte sich wirklich gut daran halten an das Rezept, weil ansonsten, ja, schafft er das einfach nicht, der Pasta-Maker. Und ich lasse diesen Teig immer erst jetzt nochmal, also wenigstens eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Und dann wird der weiter verarbeitet. Und von der Farbe, ich glaube, ich hätte doch ein bisschen großzügiger noch sein sollen. Also so richtig rot ist das nicht. Naja, bei den nächsten kommt ein bisschen mehr rein. Ich hatte den Teig jetzt also ungefähr eine Stunde im Kühlschrank. Und wie gesagt, der ist halt einfach sehr, sehr bröckelig. Und man denkt wirklich nicht, dass das was werden könnte. Aber das habe ich eigentlich immer so gehabt. So. Und ich habe mir nämlich jetzt schon ein Backblech mit Backpapier direkt hingelegt. Dann kann ich die direkt da gleich drauf runterfallen lassen. Und ja, weil ich werde die nämlich dann im Backofen bei 80 Grad halt schon mal ein bisschen vortrocknen, damit das schneller geht mit dem Trocknen. Und hier lasse ich jetzt aber das 15-Minuten-Programm erstmal starten, damit der sich jetzt hier auch noch mal ein bisschen durchfallen. Also ich muss sagen, dass mit diesem Teig geht das auch ganz wunderbar. Also wie die sich formen, und da habe ich jetzt auch gar nicht am Anfang das Problem gehabt, dass die zuerst noch nicht so ganz glatt rauskommen oder so ein bisschen fransig sind. Also bei diesen ist es überhaupt nicht. Also da ist es total perfekt. Kann ich nicht anders sagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sie gekocht schmecken, aber vom Anblick, und ja, es soll ja ein Geschenk sein. Und da kommt es jetzt erstmal eigentlich mehr auf die Optik auch an. Ne? Nein, sie sollen dann schon auch schmecken, aber ja. Das geht jetzt hier rapzap. Ich finde das eine total schöne Arbeit. Also ich meine, ich möchte das jetzt nicht hier hauptberuflich machen, aber ja, es ist so, es kommt was bei raus, ne? Das finde ich natürlich immer sehr schön. Ja, das mache ich jetzt noch mit dem ganzen Rest. Und dann wird das auf zwei Bleche schön verteilt. Und das kommt dann im Backofen, also mit Löffel in der Tür und so 2 Stunden bei 80 Grad. Und dann sind die schon mal gut vorgetrocknet. Und dann werden die aber auch nicht luftdicht verschlossen, sondern das muss wirklich noch Zeit haben auszutrocknen, weil sonst würden die schimmeln. Das habe ich nämlich auch schon mal gehabt. Und da habe ich aber noch normal ausgewalkt, und da habe ich mir total viel Mühe gemacht. Das war nämlich dann noch mit so Katzenförmchen. Und als ich es dann verschenken wollte, mache ich die Dose, also Tupperdose, sollte man überhaupt nicht nehmen dafür. Lieber ein Papier- oder Pappbehälter. Und dann mache ich das auf, und da war alles verschimmelt. Boah, und die waren eigentlich sehr schön, und das war richtig viel Arbeit. Ja. Aber Gott sei Dank hatte ich es ja vorher noch gesehen und sie nicht so verschenkt. Also das wäre ja richtig übel gewesen. Jo, bei mir geht es jetzt hier so weiter. Und die nächsten Tage werde ich das mit anderen Matrizen, also das sind ja wieder die netten Matrizen aus China, also sagen wir mal aus Asien, ich weiß es wieder nicht genau. Und den Shop werde ich euch unten verlinken. Und ich habe ja jetzt auch noch andere von diesen Matrizen, also so rechteckige Macaroni. Und die will ich in grün nämlich noch machen. Und dann habe ich noch so kleine Muschelnudeln. Und die mache ich dann mit Rote Beete. Und ja,
Das werde ich euch dann natürlich auch noch zeigen und vor allem, wie es hinterher aussieht, wenn ich es dann verpacke und verschenke. Aber ich denke, ein paar Minuten, dann bin ich hier fertig. Und dann kann ich hier nämlich gleich schon mal das andere Blech auch nehmen, damit die gut verteilt sind und so besser trocknen können im Backofen. Und während die Nudeln jetzt schon mal ein bisschen vortrocknen im Backofen, wollte ich euch eine Sache noch sagen. Und zwar diese Matrizen, die sind wie Gremlins. Ja? Also die darf man nicht mit Wasser behandeln, also zumindest nicht vor Mitternacht, weil das fängt eine elendige Schmiererei an. Also da ist wirklich einfach einen Tag trocknen lassen an der frischen Luft und ja, dann kann man das schon entweder rausdrücken oder man schlägt es ein paar Mal so auf und dann bröckelt das auch alles da raus, der Teig, der ist dann so knüppelhart. Also das ist auf alle Fälle besser, als wenn man da jetzt anfängt mit Wasser und Spüle und so. Das ist eine Heidensauerei und ja, kann ich euch nur empfehlen. So, bei mir ist es erst eine Stunde rum, aber ich kann mich da korrigieren. Also ich glaube, eine Stunde reicht wirklich vollkommen aus. Also die müssen ja jetzt nicht auf den Schlag sofort knalletrocken sein, aber also ich werde die nicht luftdicht verpacken. Aber nach einer Stunde reicht es wirklich vollkommen. Und ja, ich werde die einfach mit einem Handtuch abdecken und lasse sie dann jetzt noch im Backofen einfach. Und ich werde mir nämlich übermorgen, komme ich bei Ikea vorbei und da gibt es nämlich so eine Körbe. Das habe ich im Internet gesehen und wo man die dann auch reinpacken kann. Also da kommt Luft dran. Es ist halt wirklich aus Metall. Und da deckt man das einfach ab. Und dann kann das schön an der Luft noch trocknen. Und ja, ich bin mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Gut, einige sind heller, die anderen sind etwas dunkler. Also so ist es schon zweifarbig, obwohl ich es nur in einem Durchgang. Da hat sich wahrscheinlich dann die Farbe nicht überall gleich abgesetzt in den Nudeln. Aber ja, also ich bin bisher zufrieden. Und bei mir geht es noch weiter mit anderen Formen und Farben. Und jetzt mache ich heute die grüne. Den Teig habe ich gemacht wie, ja, genau bei dem anderen. Aber ich muss dazu sagen, bei dem Spinatpulver und auch bei dem Rote-Bete-Pulver würde ich lieber das Pulver zu dem Mehl und, also ein bisschen weniger Mehl nehmen. Und, also genau die Menge, die man halt an dem Pulver dazu tut, weniger Mehl und dann die genaue Menge Wasser. Weil das hat schon auch das Wasser so ziemlich ein bisschen angedickt und es war wirklich nötig, dass ich da diesmal wirklich ein bisschen mehr Wasser reingetan habe. Obwohl, ja, der Teig soll halt einfach trocken sein, aber der war so trocken, der hätte sich gar nichts verbunden. Ja, ich habe jetzt heute hier diese schöne, ja, auch wieder neue Matrize, also die ich mir neu gekauft habe in dem Asia-Shop, den ich euch ja jetzt auch schon ein paar Mal genannt habe. Nicht, weil ich dafür Werbung machen möchte, sondern weil ich den einfach genial finde. Also das läuft total super und solche Matrizen gibt es halt einfach nicht von Philips direkt. Ich habe wie bei den anderen auch den Teig halt gestern schon gemacht und hatte das über Nacht einfach im Balkon stehen. Und jetzt habe ich dann das 15-Minuten-Programm starten lassen. Da hat er sich nochmal den Teig nochmal durchgewalkt. Ja, und die ersten, also da sieht man, die ersten sind auch in dem Fall nicht so gut geworden, aber jetzt, sobald die Matrize und der Teig ein bisschen dann angewärmt sind, dann werden die geschmeidiger und dann, ja, sehen die auch so wunderschön aus. Also, tja, das packe ich natürlich gleich einfach hier nochmal mit rein. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich die so klein mache. Und von der Farbe, die haben schon richtig sattes Grün. Also bei mir waren das jetzt 4 Teelöffel, aber gehäufte Teelöffel von dem Spinatpulver. Aber wie gesagt, ich würde es euch empfehlen, einfach das von dem Mehl abzuziehen. Also anstatt, wenn das jetzt, ich weiß nicht, waren es 20 Gramm oder so. Also das kommt ja darauf an, wie rot oder wie grün ihr es haben wollt. Und das, diese Menge wird dann halt einfach vom Mehl, der Mehlmenge abgezogen. Ja,
Und ich vergnüge mich jetzt hier noch weiter. Gleich, wenn die fertig sind, werde ich sie auch wieder in den Backofen tun. Aber ich glaube, diesmal mache ich es mit weniger Wärme. Also ich glaube, da mache ich wirklich nur so 50 Grad, 40 oder 50 Grad und dann 1,5 Stunden. Und dann werden die natürlich aber auch noch ein paar Tage hier auf dem Gitter. Ich wollte mir eigentlich so Nudelhorden kaufen. Aber ja, da hätte ich schon 2 Stück gebraucht und die hätten dann 24 Euro gekostet bei Amazon oder so. Und da war ich jetzt zu geizig für. Und ja, dann, so oft brauche ich es jetzt auch nicht, weil wenn ich die für mich mache, die Nudeln, dann mache ich die ja eigentlich immer gleich frisch auch. Dass ich die getrocknet dann verschenke, ist ja dann doch ein bisschen seltener. Und deswegen, ja, habe ich gedacht, dann habe ich hier diese blöden Horden stehen. Dafür sind sie dann auch einfach zu teuer und die hätten jetzt auch richtig Platz weggenommen. Und den Keller mag ich es ja auch nicht stellen, weil, ja, obwohl mein Keller ist nicht dreckig, ja, aber wenn ich da hinterher Lebensmittel und die ich daran noch verschenken will, das ist mir nichts. Und dann werde ich euch gleich zeigen, was ich da nämlich bei Ikea mir gestern gekauft habe. Für mich genial. Und andere sagen vielleicht, ich habe da lange gesucht, was ich nehmen könnte. Und dann fand ich das eigentlich das platzsparendste und ja, auch praktischste für mich halt. Das zeige ich euch gleich. Ich mache jetzt erstmal hier schön meine viereckigen kleinen Röhrchen. Also die sind ja auch ein bisschen wie Schnecken, weil die sich so rollen. Man könnte sie natürlich auch langziehen, dass sie dann gerade sind, aber nö, ich finde, die passen dann super zu meinen Körnchen oder Muschelnudeln, die ich sonst noch mache. Ich habe jetzt gerade also meine Ladung mit den grünen Nudeln jetzt in den Backofen getan. Also 55 Grad Umluft, natürlich wieder mit Stöckchen in der Tür, damit die Feuchtigkeit auch raus kann. Und also 55 Grad und 1,5 Stunden. Also ich glaube, es ist besser, wenn wirklich die Temperatur so ein bisschen niedriger ist, dass sie nicht so schnell trocknen und die dürfen ja hinterher noch trocknen. Und da habe ich nämlich jetzt bei Ikea, ich meine, es ist eine allseits bekannte Ablage und das sind ja auch Gitter. Ich habe die natürlich gestern Abend schon sehr gut gespült und habe die trocknen lassen über Nacht. Und da packe ich jetzt einfach nur so ein bisschen Backpapier dann drauf. Und wenn die aus dem Backofen kommen, dann können die hier dann auch weiter trocknen. Da hänge ich nur ein Handtuch drüber, also ein frisches Küchenhandtuch und da kommt da nichts dran und Luft kommt aber schon dran und dann kann da die letzte Restfeuchte dann auch noch gehen. Und während die nämlich jetzt im Ofen sind, werde ich hier noch die Matrize wechseln und dann geht es von grün nämlich auf rot und zwar rote Beete habe ich da schon. Den Teig gestern Abend ja vorbereitet, wie immer. Und dann nehme ich diese, also das ist eine Original Philips Matrize. Ja, ich sag ja, die könnten so viel Geld verdienen, wenn sie mal ein bisschen mehr Angebot hätten. Dann müsste ich nicht in Asien bestellen. Ja, aber die ist tatsächlich direkt von Philips und das gibt halt so Muschelnudeln. Und die werden dann in rote Beete. Aber jetzt muss ich erstmal hier das Grüne rausfriemeln, damit sich das nicht vermischt. So, ich habe jetzt schon die erste Ladung, ist hier schon auf meinem Backpapier, weil meine Bleche sind ja im Backofen jetzt mit den anderen Nudeln. Und ich muss sagen, ja, ich finde gut, dass Philips auch diese Matrizen, also jetzt so zum Beispiel Muschel herstellt, aber mit der bin ich jetzt nicht so zufrieden. Ihr werdet gleich sehen, warum. Weil es sollen Muschelnudeln sein, aber das wird eher mehr so Fetzen, aber nicht wirklich Muscheln, muss ich schon sagen. Also vielleicht müsste der Teig anders sein, aber der ist genau wie bei den anderen auch. Also man sieht, es wird nicht wirklich Muschel. Also ich möchte da Philips nicht, das ist ein deutsches Unternehmen oder sollte ein deutsches Unternehmen sein nach dem Namen, aber oder war zumindest mal ein deutsches Unternehmen. Aber ich finde einfach diese
Muscheln werden keine Muscheln. Es mag ein Anwenderfehler womöglich sein, ich weiß es nicht, aber bei den anderen klappte das für meinen Geschmack einfach besser. Also es geht ja auch rapp, zapp, ja, also ihr seht, ich komme da kaum hinterher, ich kann kaum hier eine Kamera gucken, weil ich mich hier schon voll unter Druck setze, aber ich hatte sie mir schöner vorgestellt. Also wenn ich verschenken will, ja gut, natürlich werden die jetzt auch verschenkt, allein schon wegen dem Rote Beete, was ich da investiert habe. Aber die anderen gefallen mir schon besser. Ja, ich mache jetzt mal hier fertig und ihr werdet dann das Ergebnis sehen. Was mir hierbei auffällt, ist, wenn nur noch ganz wenig drin ist, dass er sich richtig schindern muss, dann macht er auch richtige schöne Muscheln. Es ist jetzt ein paar Tage später. Also die Nudeln, dadurch, dass ich sie im Backofen angetrocknet habe, die sind auch, also man hört, sie sind schon richtig hart, aber ich lasse sie ja schon eine Woche jetzt, glaube ich, hier noch so stehen. Die sind abgedeckt mit frischen Handtüchern in diesem Gestell. Aber ich wollte mit euch jetzt mal doch auch den Geschmackstest machen. Also natürlich auch interessant für mich, weil ich möchte natürlich auch nichts verschenken, was dann ja gar nicht schmeckt. Und da das jetzt wirklich für mich ein neues Rezept ist, ich ja sonst immer mit Ei mache, wollte ich natürlich jetzt auch den Geschmackstest machen und gucken, wie lange müssen die auch kochen. Und ja, Wasser ist schon aufgesetzt. Oh, kocht schon. Dann schmeißen wir es mal rein. Also, ich werde euch sagen, wie lange sie gebraucht haben. Bei mir sind jetzt 9 Minuten rum und ich glaube, das ist jetzt genau richtig. Obwohl, eine Sache fällt mir schon auf, das ist sehr deprimierend, dass nämlich diese Röhrennudeln, dass die einfach in der Mitte mal durchgebrochen sind. Also das sah im trockenen Zustand oder rohen Zustand schon schöner aus. Ja, dann die rote Beete-Nudeln, die haben auch ein bisschen ihre Farbe verloren. Also die sahen da auch schöner aus. Ach ja. Also 9 Minuten später. Das ist jetzt erstmal, das sind diese Hörnchennudeln, die ich also ja wirklich vom Aussehen perfekt finde. Da sind auch genau 9 Minuten, also sind genau richtig. Nicht genau 9 Minuten, sondern 9 Minuten sind genau richtig. Ja, irgendwie das Tomatige. Ich glaube, das ist mehr was fürs Auge. Ich finde nicht, dass man die Tomate jetzt rausschmeckt, ne? Ja, genau das gleiche bei der Rote Beete. Geht super, also sieht auch schön aus. Ja, halt keine wirkliche Muschel. Es sollte ja Muschel sein, aber naja. Also das ist auch okay. Ja, hier habe ich eine, die wirklich noch so als Röhre geblieben ist. Ne, 2. Ich will ja nicht lügen. Und die anderen, die sind halt alle so einmal in der Mitte kaputt gegangen. Ich sag ja, also das sah jetzt in rohen Zustand schon schöner aus. Also bei dem Spinat muss ich sagen, da kommt sogar der Geschmack auch von dem Spinat durch. Also das ist wirklich eine richtige Spinatnudel. Ja. Aber rote Beete und die Tomate schmecke ich nicht. Das ist wirklich nur was fürs Auge. Ja. Da kommt es natürlich auf die Soße auch drauf an. Das ist das Hartweizenrezept gewesen. Mit Soße. Vollkommen in Ordnung. Aber ich würde da jetzt auch nicht rausschmecken, ob das jetzt selbst gemacht ist oder gekauft. Wobei das halt einfach der Unterschied ist, ob ich sie halt gerade frisch gemacht habe und sofort koche oder halt getrocknet. Also beim Getrockneten ist es wirklich, da merkt man den Unterschied jetzt gar nicht. Aber mir hat es halt viel Spaß gemacht. Ich finde, naja, bis auf die Grünen, ja gut, wenn ich sie dann schenke, sehen sie ja schön aus. Nur wenn sie halt gekocht werden, sind sie dann nicht mehr ganz so schön. Aber naja gut, damit kann man leben. Ja. Aber ich werde es noch schön verpacken und ich glaube, das wird auch bei den Beschenkten wirklich
gut ankommen. Also hoffe ich. Ja, euch viel Spaß beim Nachmachen. Wie gesagt, es braucht eine gewisse Trockenzeit. Man kann sie natürlich auch ein bisschen länger im Backofen lassen, aber nicht so eine hohe Temperatur. Und dann kann man es natürlich, oder wenn man einen Dörrautomat hat, kann man es auch natürlich dörren. Aber wenn man es an der frischen Luft trocknen möchte, dann braucht schon eine gewisse Zeit, weil da denkt man, sie werden trocken, aber dann haben die immer noch so eine Restfeuchte und würden dann schimmeln, wenn man sie verpackt. Ne? Aber ja, ich glaube, das ist eine schöne Geschenkidee. Geschenke aus der Küche. Aber natürlich auch für selber verzehren. Wobei ich halt sage, ich mache mir lieber meine Nudeln richtig frisch und koche sie dann direkt. Und da nehme ich dann auch lieber, glaube ich, dieses Ei-Rezept. Natürlich mit glücklichen Eiern. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.